Ab auf die Matte. Am Nachwuchsstützpunkt des Hamburger Judoverbands in Dulsberg trainieren die besten Athletinnen und Athleten der Stadt. Landestrainer Dario Kurpjeweit-Garcia vermittelt hier die Werte des Judosports. Einer der Judo-Werte ist der Respekt und deswegen verbeugen wir uns am Anfang und am Ende von jedem Kampf, weil es nichts Persönliches ist. Wir machen immer noch Sport und egal wie emotional oder wie hart der Kampf wird, am Ende haben wir immer noch Respekt vor unserem Gegenüber und verbeugen uns dementsprechend immer. Am Wochenende steht das wichtige Bundesliga-Duell gegen Remscheid an. Um die Chancen auf die Meisterschaft zu vergrößern, ist ein Sieg gegen die Nordrhein-Westfalen Pflicht. Judo-Wettkämpfe verlaufen nach einem festen Muster. In der Bundesliga ist es jetzt so, es gibt 7 Gewichtsklassen in dem Männerbereich im Judo. Und dann kämpft man einmal alle 7 Gewichtsklassen durch, auch immer 1 gegen 1. Dann gibt es eine Halbzeit, da muss dann gewechselt werden, man muss 3 Leute auswechseln. Und dann kämpfen nochmal alle 7 gegeneinander. Das heißt, am Ende hat man 14 Kämpfe gemacht. Und wer am meisten Einzelkämpfe gewonnen hat, der hat dann am Ende die Begegnung gewonnen. Als aktiver Kämpfer hatte Sascha Costa vor 20 Jahren wesentlichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des Hamburger Judo-Teams. In seiner neuen Rolle als Trainer möchte er Erfahrungen weitergeben. Als Trainer ist für mich besonders wichtig, dass ich natürlich den Jungs Motivation mitgebe, dass sie hungrig sind zu gewinnen, aber auch die entscheidenden Hinweise, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, dass sie dann trotzdem auch die letzten Prozent aus sich rauskitzeln können und vielleicht auch einen stärkeren Gegner dann mal besiegen können. Mike, genannt Momo Dzinajew, soll genau davon profitieren. Das Judo-Talent tritt mit seinen Mannschaftskameraden in der ersten Bundesliga an. Judo ist ja ist der sanfte Weg. Ich persönlich habe mich für Judo entschieden, weil zum Beispiel beim Boxen oder was auch immer, da haut man sich so den Kopf ein oder so. Und bei Judo ist halt, man braucht einfach alles. Tickets für den Judo-Kampftag am 27.04. in der Sporthalle Wandsbek sind ab 10 € erhältlich.